Zu den Besonderheiten des Schaffens des Rottweiler Malers gehört, dass dessen Bildwelt den elfenbeinernen Turm des Ateliers verlässt, dass seine Farbuniversen gleichermaßen durch Wand- und Deckenmalerei und Glasgestaltung in profane wie sakrale Räume einziehen, dass die Fassaden, Eingangsbereiche von Funktionsgebäuden, Foyers von Geldinstituten und Gaststätten ebenso wie das Innere von Gotteshäusern ergreifen. In der Glasmalerei, nicht nur auf der Leinwand, vollzieht sich Camerons Kunst in der Farbe. Seine informell ganz der konkreten Erscheinung von Farbuniversen hingegebenen Werke brachten gerade, wie schon 2008 an der Universität Marburg an der Lahn lehrende und arbeitende Horst Schwebe konstatierte, für das traditionsreiche Metier der Glasmalerei eine Innovation. Hier wäre zunächst darauf hinzuweisen, welcher Freiheit Tobias Camerer die Aktion des Malens auf Leinwand in das Medium der Glasmalerei überträgt, das Glasbild aus seinen vorgegebenen konstruktiven Zwängen befreit hat und befreit. Camerers Glasgestaltungen, ob für Kirchenräume und deren Fenster oder für Glasfassaden der Geschäftswelt, zelebrieren in doppelter Weise die grundlegende Einheit von Licht und Farbe, lassen Farbe und Licht in ihrer innersten Bezogenheit wahrlich aufleuchten. Innovation bedeutet auch seine Wandmalerei. Gehörte die Wand- und Deckenmalerei in Kirchenräume noch im 19. und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zum unverzichtbaren Ausdruck ihrer Sakralität, haben noch spätexpressionistische Künstler der Schule von Adolf Hölzel wie August Blepp und Albert Bürkle zu dieser Aufgabe wichtige Beiträge geleistet.